Los geht's mit Burrito, aber nicht mit irgendeinem. Das ist unser weltberühmter Zucchini-Blüten-Burrito. Klingt abgefahren? Ist es auch. Super lecker. Echt ein ganz besonderes Geschmackserlebnis. Das wollen wir erleben. Inhaber Javi Zullis weiht uns in sein Burrito-Geheimnis ein. Mit folgenden Zutaten: Weizentortilla, Zwiebeln, Käse, Tomaten und Zucchiniblüten. Für unseren Burrito nehmen wir eine fertige Weizentortilla und dann Zwiebeln, viele Zwiebeln. Soll ja auch nach was schmecken. Dazu Tomaten. Dann die wohl abgefahrenste Zutat, Zucchiniblüten. Die wachsen am Ende des Gemüses und geben dem Burrito eine nussige Note. Dazu kommt Käse. Dann decken wir alles mit der Tortilla ab, damit der Käse schmilzt. Auf zur Soße. Javi hat 20 verschiedene Schärfegrade zur Auswahl. Die Mexikaner mögen's heiß. Für uns Deutsche geht es sachte an. Ihr vertragt ja kaum was. Deswegen gebe ich euch Europäern und Amerikanern immer die mildeste Soße, die ich da habe. Ist besser. Oh oh, sind wir etwa langweilig? Ganz und gar nicht. Ich brutzel sehr gern für euch. Eher untypisch mexikanisch. Dieser Burrito ist komplett vegetarisch. Fehlt euch Mexikanern da nicht das Fleisch? Nein, weil es so lecker ist. Manche werden sogar Vegetarier, nachdem sie meinen Burrito zum ersten Mal probiert haben. Ich sag's euch, danach braucht selbst der eingefleischteste Fleischesser kein Fleisch mehr. Große Töne. Schmeckt's wirklich so gut? Gleich wissen wir mehr. Fertig ist mein Kürbisblüten-Burrito. Für umgerechnet 2 Euro. Ein Schnäppchen. Das uns schmeckt. Unsere Redakteurin probiert. Schmeckt auf jeden Fall richtig lecker. Vom Gemüse her ein bisschen spannender. Und vor allem jetzt mit den Zwiebeln, mit der Salsa, mit dem Käse on top. Ist echt so ein ganz spannender vegetarischer Burrito. Sehr zum Empfehlen. Daumen hoch für den Blütenburrito. Weiter geht's durch die Straßen von Mexiko-Stadt und auf zum nächsten Stand. Was es hier gibt? Das ist unsere leckere, vom Pilz befallene Quesadilla. Muy sabrosa. Kaum zu glauben. Die Hauptzutat? Ein schimmelnder Maiskolben. Nein, das ist kein Witz. Ich bin Nicolasa Martinez und ich beweise euch, dass der Maisbrand zu Recht unsere Spezialität des Hauses ist. Ihre Gäste geben mir da schon mal recht. Richtig gut. Der Geschmack ist toll. Bei Nicolasa, kurz Nico, ist alles selbst gemacht. Mit Hilfe von Zwiebeln, Peperoni, Salat und dem schwarzen Mais. Den muss man von oben nach unten schneiden. Das ist wichtig, sonst schmeckt er staubig. Kaum zu glauben, aber in Mexiko ist der Itlacoche eine teure Delikatesse. Je nach Saison ist er nicht einfach zu bekommen und kostet zwischen 3 und 6 Euro auf dem Wochenmarkt. Das ist teuer für mich, aber nicht für die Kunden. Darauf bestehe ich hier in meinem Imbissstand. Gleichbleibende Niedrigpreise. 120 Quesadillas brät sie am Tag. Mit Pute, Pilzen oder Maisbrand. Und alle kosten das Gleiche. Dazu gesellen sich Zwiebeln und grüne Peperoni und dunkler Teig. Vorgefärbt durch blauen Mais. Der Teig muss ganz platt sein, bevor er auf den heißen Herd kommt. Dazu Oaxaca, Schmelzkäse. Dieser Käse ist typisch mexikanisch. Und dann kommt zusammen, was an Nikos Quesadilla-Stand zusammengehört. Giftig ist der Mais übrigens nicht, vergleichbar mit unserem Schimmelkäse. Quanta Costa? Los, 1 Euro, unglaublich.
Wie schmeckt die Schimmelmais-Quesadilla unserer Redakteurin? Also schmeckt mir wirklich gut. Schmeckt fast ein bisschen besser, finde ich, als jetzt eine normale Quesadilla, weil dieses Sweet La Croce bringt halt so einen kleinen Nachgeschmack, weil es so ein bisschen rauchig ist. Echt total lecker. Schimmel, der schmeckt. Auch dieser mexikanische Imbiss hat's drauf. Aber die mexikanische Hauptstadt hat noch mehr zu bieten. Wie zum Beispiel dieser Fastfood-Stand. Was es hier gibt? Fleischtacos, sprich Alambre. So muss ein mexikanischer Taco aussehen. Fleischig lecker, denn darauf stehen die Mexikaner in ihrer Mittagspause. Die Steak-Tacos sind einfach super. Es ist nicht nur das Fleisch. Erst wenn alles zusammenkommt mit Paprika und Zwiebeln, ist es richtig geil. Und wie richtig geil geht, zeigt uns Inhaber Adrian jetzt. Oh ja, ich bin Adrian und zeige euch, wie lecker die Fleischtacos von meinem Stand sind. Die Zutaten: Rind, Schwein und Hühnchen. Außerdem Chili, Zupfkäse und Paprika. Los geht's mit dem Fleisch, denn das braucht am längsten. Erst grillen, dann würzen. 30 Kilo Steak und Spare Ribs pro Tag. Insgesamt 60 Kilo Fleisch am Tag. Macht 150 Tacos für eine besonders hungrige Meute. Ich verkaufe 100 Tacos am Tag. Denn ich habe hier eine Highschool direkt nebenan. Die Schüler fressen mir die Haare vom Kopf. Zum Glück. Seinen Fleischimbiss führt Adrian seit 10 Jahren, täglich von 7 bis 5. Das Streetfood-Leben wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Jedes meiner Familienmitglieder hat seinen eigenen Imbiss, überall in der Stadt verteilt. Und das bereits in der 3. Generation. Jetzt kommt die Maggi-Soße, unsere Geheimwaffe, nach einem Originalrezept meiner Oma. Ist klar. Für den Rest braucht Adrian wenige Handgriffe. Dank Helikopterarmen. Um hier zu arbeiten, muss man ein echter Multitasker sein. Viele verschiedene Zutaten werden auf dieser einen Grillplatte zubereitet. Steak, Chili, Paprika, Tomaten. Das wird täglich frisch gekauft. Ich habe nicht mal Zeit zum Frühstücken. Kein Witz. Hier, bitteschön. Ich habe erst nachmittags Zeit zum Brunchen. Wenn alles einmal gar ist, geht es schnell. Taco auf den Grill, daneben der Käse und Steak mit Paprika. Alles zusammenmischen, Taco drauf und zack, fertig. Fertig ist mein Alambre-Taco. Mit Käse kostet ein Taco to go gerade mal 80 Cent. Wie schmeckt die kleine Fleischbombe unserer Redakteurin? Schmeckt richtig geil, richtig lecker. Der Fleischtaco also, wie versprochen, geil. Aber es gibt noch mehr geiles Streetfood in Mexiko-Stadt. Auf zum letzten Imbiss. Was es hier gibt? Gepimpte Tortilla-Chips. Und zwar aus der Tüte. Die müsst ihr probieren, die besten in Town. Was so gut aussieht, muss einfach schmecken, oder? Ein echt verrückter Imbiss. Ich bin Gerardo und mache euch jetzt richtig coole Dorilocos. Mit crazy Zutaten, Gurken, Limetten, Karotten, scharfe Soße und Nachos natürlich. Und dann alles zusammen in eine scharfe Chipstüte. Um 6 Uhr morgens beginnt mein Tag. Da schnippel ich das Gemüse. Die ersten Kunden kommen um 10:30. Und dann geht's hier richtig ab. Jeder will den Snack aus der Tüte, in den verschiedensten Sorten. Von Salz, scharf, süß. Ich mag die Chili Tostilocos mit japanischen Erdnüssen am liebsten. So eine mache ich euch. Tosti steht übrigens für Chips und Locos heißt verrückt. Dieser Snack ist wirklich eine verrückte Mischung aus allem. Von sauer bis süß. Umso verrückter, desto leckerer. On top noch Chili-Pulver. Verrückter geht's nicht. Fertig sind meine Tosti-Locos.
Aber wie schmeckt die verrückteste Chipstüte der Welt für gerade mal 1,50 Euro? Unsere Redakteurin traut sich. Wenn man mal Chips essen will, möchte, die halt ein bisschen gesünder sind. Und dann noch Candy on top, ist mir fast ein bisschen zu verrückt. Aber kann man mal essen. Eine wahrlich verrückte Topftour zum Schmunzeln. Viva Mexico!